Einen wunderschönen guten Tag, wer's glauben mag. Hier ist euer Gariton und ich werde heute ein Spiel mit euch spielen, und zwar Star Wars Jedi Knight Jedi Academy. Ein recht altes Spiel, aber ich denke, wir werden Spaß damit haben. Beginnen wir doch einfach mal mit Neustart. Tja, in welcher Schwierigkeitsstufe wollen wir spielen? Würde einfach mal sagen, es wäre langweilig, alles andere als Jedi Meister zu nehmen. In Jedi Meister habe ich selber noch nicht gespielt. Lassen wir uns mal überraschen. So, als erstes kommt die Charaktererstellung, wie man das auch aus vielen MMOs kennt, nur dass das hier kein MMO ist. Hier können wir zwischen verschiedenen Völkern wählen, zum Beispiel die Twi'lek. Dann, ein Mod-Charakter, den Obi-Wan, aber das ist nicht so angedacht. Auch nicht. Die Zabrak. Dann auch noch ein Mod-Charakter, aber den wollte ich auch nicht nehmen. Die einfachen Menschen. Ja, Super Saiyajin gibt's auch noch. Weiß ja jeder. Naja, und die weiblichen Menschen dann nochmal. Ach ja, Keldor. Die kennt man ja auch. Und die Rodianer. Ich werde aber ganz typisch einen Menschen nehmen. Einen männlichen Menschen. So, und beginnen wir doch erstmal mit dem Kopf. Da haben wir die Wahl zwischen einem doch etwas dunkleren Freund. Der wird wahrscheinlich ein dunkler Sith Lord. Okay, genug Rassismus. Dann gibt's noch diesen schönen Lackaffen hier. Und einen, der, ja, wenn er sich dann zu Ende gedreht hat, ja, dreh dich mal. Der sieht mir ein bisschen ähnlich. Ich würde den mal nehmen. Ja, genau, WhatsApp klingelt. Ne? Das sollte ich vielleicht auch mal ausmachen. So, den Kopf haben wir uns entschieden. Was nehmen wir denn als Torso? Da haben wir auch verschiedene Dinge hier zur Auswahl. So ein bisschen. Das sieht so nach Jedi-Meister ein bisschen aus. Das hier hat ein bisschen was von. Von Söldner so. Wow. Aber ich denke, das finde ich doch irgendwie am coolsten. Oh, kann das noch irgendwie farblich ändern? Nicht wirklich. Okay. Beine. Was haben wir denn da noch? Oh, wie lange der sich braucht zu drehen? Hallo? Oh, ich glaube, der Schwarze passt auch am besten zu. Weiter. So, wir können hier den Schwerttyp wählen. Aber aktuell noch nicht. Das geht wohl erst im späteren Verlauf des Spiels. Den Griff können wir wählen. Da ist gerade der Schlichter, der Vergelter, Konsul, Adept, Predator, Wächter, Richter, Verteidiger, Unruhestifter und wieder der Schlichter. Ich glaube, der Unruhestifter, das ist doch ganz passend. Tja, Lichtschwertfarbe. Was nehmen wir denn da? Blau haben wir, grün, orange, lila und gelb. Blau und grün sieht man ja des Öfteren. Orange, finde ich, sieht man ja fast überhaupt nicht. Aber die Farbe sagt mir eigentlich so gar nicht wirklich zu. Würde aber zu einem grauen Jedi gut passen. Naja, gelb, gut. Und lila, ich glaube, lila darf man nicht nehmen. Ja, das darf nur Mace Windu, der hatte ein Patent drauf. Ich würde einfach mal sagen, wir nehmen orange. Das passt, glaube ich, ganz gut, wenn man ein grauer Jedi werden will. Und das habe ich auch irgendwie vor. Spiel starten. Es war einmal vor langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxis. Star Wars. Jedi Knight, Jedi Academy. Zehn Jahre nach dem Kampf um Endor versuchen die Hinterbliebenen des Imperiums noch immer gegen die neue Republik anzukämpfen. Sie müssen dabei auf immer verzweifeltere Mittel zurückgreifen.
Jedi-Meister Luke Skywalker ist mit seiner Akademie der Jedi auf Yavin 4. Strebt, die Jedi wieder in ihre ursprünglichen Bestimmungen zurückzuführen. Den Frieden in der Galaxis zu wahren. Jaden Kor, eine neue Hoffnung der Jedi vom Planeten Coruscant, ist auf dem Weg in die Akademie. Nachdem Kor das Unmögliche möglich gemacht hat, die Konstruktion eines Lichtschwertes ohne jegliche Jedi-Ausbildung. In ein paar Minuten die Akademie der Jedi. Das wird so fantastisch. Bist du nicht aufgeregt? Wir werden Jedi, lernen die Wege der Macht, konstruieren Lichtschwerter. Natürlich, du hast schon eins. Ich hole mir so ein dummes Übungsschwert und dann... Mach dich doch nicht so verrückt. Ich weiß auch nicht, aber ich möchte einen guten Eindruck hinterlassen. Du wirkst wirklich nervös. Du etwa nicht? Warum auch? Du hast ja schon ein Lichtschwert und bist mir wohl weit voraus. Ich heiße übrigens Roche. Und wie ist dein Name? Jaden. Wo hast du denn das Lichtschwert her? Das ist eine lange Geschichte. Ich war damals... Festhalten! Ah! Geheimnisvoll, geheimnisvoll. Runner 2, hören Sie mich? Laut und deutlich. Wir mussten ein paar Klicks westlich der Akademie notlanden. Geht es allen gut? Ich denke schon. Gut, wir senden Ihnen ein Shuttle vorbei. Können Sie die Schüler zum nahegelegenen Masasi-Tempel führen? In Ordnung, Akademie. Wir treffen Sie dort. Ich bin auf dem Weg. So, da sind wir jetzt, Jaden, auch schon im Spiel. Du kommst dort drüben rum? Das ist so eine Art Tutorial jetzt für die Einsteiger, aber überspringen kann man es auch nicht. So, schauen wir mal, was unser Freund Rush von uns will. Vielleicht kannst du mit deinem Lichtschwert die Bäume fällen und eine Brücke bauen. Die Bäume fällen. Tja. Es ist jetzt nicht so offensichtlich, welchen Baum ich fällen soll. Ja, er wiederholt sich auch schon. Holen wir dann unser schönes orangenes Lichtschwert raus und schlagen wir einmal gegen Baum. Zack. Wunderbar. Das hat schon mal funktioniert. Danke, Jane. Gehen wir zum Tempel. Gut. Springen wir mal auf. Und da kommen unsere ersten Gegner. Wenn wir an sie rangehen, dann macht sie gar nichts. Okay. Das war ja schon mal eine harte Herausforderung. Oh, da oben ist noch einer. Den müssen wir uns noch schnappen. Zack. Und auch der ist hin. Muss doch irgendwie zu öffnen sein. Mensch, da hat aber jemand schon was drauf, wa? Einen Schalter bewegen. Aber ich meine mal ehrlich, wer baut denn einen Schalter hier so hinter Gitter? Da kommt man ja als Nicht-Jedi schwierig ran. Gut, gucken wir mal. Aha, da sollten wir nicht so nah rangehen. Wenn, dann halten wir uns nämlich die Ohren zu und können nichts mehr machen. So, die Viecher rennen wie verrückt durch die Gegend. Aha.
Mensch, ich verliere richtig Leben. Das wird noch richtig anspruchsvoll, muss ich sagen. Einen Schwertwurf habe ich übrigens auch. Die Machtkräfte werden sich nach und nach immer weiter ausbauen. Am Anfang ist man halt noch ein kleiner Schüler, der noch nicht viel kann. So, ein Minipack. Das ist doch sinnvoll. Kannst du mit deinem Schwert noch eine Brücke machen? Ja, natürlich kann ich noch eine Brücke machen. Zufällig hier. Ach, Mensch. So, laufen wir mal in diesem Schlauchlevel weiter. Wo wird es wohl lang gehen? Oh, noch einer unserer Freunde. Zack, und das war's auch schon. Jaden, runter! Auf der Lichtung sind Sturmtruppen. Vielleicht solltest du dir das mal ansehen. Du hast schließlich das Lichtschwert. Na, der traut sich ja was. Naja, gut, gehen wir mal. Sturmtruppen. Schwertwurf sollte helfen. Zack. Oh, und wir haben unseren ersten Kontrahenten mit einem Lichtschwert. Dunkles Lichtschwert, wie man sieht. Gucken wir mal, was der kann. Oh. Das war ein direkter Treffer, würde ich mal sagen. Ja, dann schauen wir mal, was uns die Zwischensequenz zeigt. Das ist dieser Tempel. Ah, und die scheinen unser Schiff abgeschossen zu haben. Ein flüchtiger Blick. Schön geblinzelt. Der rechte pennt fast ein. Was? Hä? Was? Wer sind Sie? Kyle Katarn, zu Diensten. Kyle Katarn. Willkommen im Alltag eines Jedi. Was ist passiert? Wir hatten gedacht, ihr könntet uns das sagen. Ich sah einen hellen Blitz, rannte hierher und sah dich dann hier liegen. Erinnerst du dich an nichts? Ich sah drei Leute. Einer hielt so eine Art leuchtendes Zepter in der Hand. An mehr erinnere ich mich nicht. Ein Zepter? Das klingt nicht gut. Kannst du stehen? Ja, mir geht es gut. Ich spüre eine Erschütterung der Macht. Du spürst doch ständig eine Erschütterung der Macht. Aber dieses Mal merke ich es auch. Es könnte eine Restaura der dunklen Seite von diesem Tempel sein. Vielleicht. Kyle, willst du nicht? Hier bleiben und das untersuchen? Liebend gern. Dann bring du den Nachwuchs nach Hause. Pass auf, Kyle. Folgt mir alle zum Shuttle. Das war Luke Skywalker. Das glaube ich einfach nicht. Oh ja, Luke Skywalker, höchstpersönlich. Und Kyle Katarn, bekannt auch aus den ersten beiden Jedi Knight-Teilen. Hast du Skywalkers Aufzeichnungen? Ja, bei den ganzen Jedi hier im Dschungel war das ein Kinderspiel. Sehr gut. Ich heiße alle neuen Schüler auf der Akademie der Jedi willkommen. Wir lehren euch hier die Wege der Macht. Ihr werdet lernen, euch mit dem Lichtschwert zu verteidigen und auch Diplomatie und Geschichte kennenlernen. Es ist die Praxis der Jedi, jeden Schüler einem Meister zuzuteilen. Da wir nur so wenige sind, werden allerdings mehrere Schüler einem Meister zugeteilt. Raitaran ist Meister Horn zugeteilt. Ich kann es kaum abwarten. Rush Pennon, du unterstehst Meister Kyle Katarn. Jaden Kor, du bist ebenfalls bei Meister Katarn. Und jetzt wollen wir mit der ersten Lektion beginnen. Möge die Macht mit euch sein. Da war nichts. Aber die Gegend um den Tempel fühlte sich sonderbar an, als wäre seine dunkle Aura verschwunden. Beunruhigend. Sehen wir uns das später an. Deine Schüler warten schon auf dich. Meister Katarn, es ist eine Ehre, unter Ihnen zu dienen. Erstens, bitte nur Kyle. Bei Titeln bekomme ich eine Gänsehaut. Zweitens, ihr dient nicht unter mir. Ich lehre euch und ihr lernt.
Mir nicht. Tut mir leid, ich wollte Sie nicht verletzen. Keine Sorge, Rush, das hast du nicht. Mich verletzen nur echte Profis. Dann schauen wir mal, was ihr drauf habt. Folgt mir zum Trainingsgelände. Dies ist eines der vielen Trainingsgelände hier an der Akademie. Ich packe euch in zwei unterschiedliche Klassen. Wenn du bereit bist, Jaden, geh durch diese Tür. Rush, folge mir. Ja, und damit sind wir im zweiten Teil des Tutorials. Schauen wir uns das doch am besten im nächsten Teil meines Let's Plays an. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Tschüss!